Hallo liebe Freunde, vielen herzlichen Dank fürs Einschalten und willkommen zu einem neuen kleinen Video. Heute beschäftigen wir uns mit dem Charakter Serafina und ihrer Geschichte. Wenn du dich für König der Löwen, die Garde der Löwen oder My Pride of Deutsch interessierst und dir meine Videos gefallen, kannst du meinen Kanal gerne abonnieren, um keine neuen Videos zu diesen Themen zu verpassen. Und für alle unter euch, die schon sehnsüchtig auf My Pride Folge 4 warten, habe ich jetzt gute Nachrichten. Folge 4 wird vermutlich am Sonntag, den 20.12. hier auf dem Kanal um ca. 19 Uhr erscheinen. Also, ihr wisst Bescheid. Aufschreiben, wir sehen uns. So, genug herumgelabert, starten wir los mit dem heutigen Video. Wer ist Serafina? Serafina ist eine Löwin mit dunklem, cremefarbenen Fell und grünen Augen. Sie ist Nalas Mutter und scheinbar eine gute Freundin von Sarabi. Wo kommt Serafina vor? Serafina kommt eigentlich hauptsächlich im ersten Teil vor. Dort säuberte sie Nala gerade, als Simba kam und mit ihr zum Wasserloch bzw. eigentlich zum Elefantenfriedhof gehen wollte. Daraufhin fragt Nala ihre Mutter, ob sie mitgehen darf, und Serafina fragt daraufhin Sarabi, was sie von dieser Idee hält. Mama, darf ich Simba begleiten? Was meinst du, Sarabi? Nun, bitte! Also von mir aus? Das nächste Mal kommt sie dann vor, als Scar die Macht übernahm. Sie stand mit den anderen Löwinnen trauernd da, als Scar von Mufasas Tod berichtete. Auch gegen Ende des Films kam sie nochmal vor. Dort half sie Sarabi auf, die gerade von Scar niedergeschlagen wurde. Was den zweiten Teil angeht, spalten sich die Meinungen. Viele sagen, dass sie eine der Löwinnen ist, die bei Kiaras erster Jagd anwesend waren. Andere Zuschauer bestreiten das Ganze wiederum. Und in die Garde der Löwen kommt sie gar nicht vor. Aber wie sieht's in der Fernszene aus? Also dort gibt es wesentlich mehr über Serafina zu erfahren. Hier soll sie nämlich auch einen Sohn gehabt haben namens Metu. Diese war auch wirklich für den ersten Teil vorgesehen. Allerdings hat man ihn dann leider wieder aus der Story genommen. By the way, gibt's auf dem Kanal schon ein Video über Metu, das findet ihr, wenn ihr oben rechts auf das i klickt. Serafina kommt aber auch in der Buchreihe Six New Adventures vor. Dort ist im geweihten Land scheinbar ein fremder Löwe gesichtet worden. Nala ist neugierig und möchte ihn sehen. Sie macht sich auf die Suche und trifft aber stattdessen auf ein paar Hyänen. Da kommt ihr plötzlich der fremde Löwe zu Hilfe und rettet sie. Plötzlich werden sie von mehreren Hyänen umzingelt. Doch auch die können sie mit Hilfe von Serafina, die nun auch zu Hilfe gekommen war, in die Flucht schlagen. Daraufhin bedankt sich Serafina bei dem Löwen. Anschließend unterhielten sie sich noch ein bisschen. Der Name des fremden Löwen war Ni. Serafina ladet ihn daraufhin noch zum Königsfelsen ein, wo sie ihn den anderen vorstellt. Allerdings wollte Ni gleich schon am Abend wieder weiterziehen. Nala wollte ihn noch überreden zu bleiben, allerdings ohne Erfolg. Viele gehen nun davon aus, dass er der Vater von Metu sein könnte. So wird es auch beispielsweise im Fancomic Verborgene Geschichten dargestellt. Es gibt allerdings auch die Theorie, dass Scar der Vater von Metu sein könnte und sogar mit Serafina zusammen war. Ich sehe tatsächlich auch immer wieder, dass es Leute gibt, die glauben, dass Serafina und Sarabi verwandt sind, beziehungsweise sogar Schwestern. Das allerdings stimmt mit ziemlicher Sicherheit nicht ganz. Immerhin wären Simba und Nala dann miteinander verwandt. Und ich weiß, dass es in der Natur hin und wieder passiert, dass sich auch Löwen paaren, die miteinander verwandt sind. Allerdings dürfen wir hier nicht vergessen, dass das hier ein Disney-Film ist. Man wollte auch zuerst, dass Kovu Scars leiblicher Sohn ist. Das wurde aber dann eben aus dem Grund verändert, weil er dann mit Kiara verwandt wäre. Also kann ich mir nicht ganz vorstellen, dass ihnen das beim ersten Teil dann egal gewesen wäre. Und am Schluss wieder die wichtigste Frage. Was haltet ihr von Serafina? Glaubt ihr, dass sie im zweiten Teil auch vorgekommen ist? Hättet ihr auch gerne mehr von ihr gesehen in den Filmen? Schreibt's mir gerne in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat das heutige Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann!